Gestra, ein internationaler Hersteller von Armaturen und Regelungstechnik, hat 2009 das erste komplette gläserne Dampfsystem der Welt in Betrieb genommen. Alle Bauteile wurden aus hitzebeständigem Glas hergestellt. Hierdurch ist es erstmalig möglich, direkt in einen Dampferzeuger zu schauen und die Entstehung von Dampfblasen oder das Entgasen von Speisewasser zu verfolgen. In verschiedenen Filmaufnahmen werden viele Themen des Dampf- und Kondensatsystems erläutert. Hier werden alle thermodynamischen Vorgänge bei der Erzeugung von Dampf, bei der Kondensation, bei der Kondensatableitung und die Entstehung von Wasserschlägen gezeigt. Dieser Film zeigt die Kondensatableitung durch verschiedene Kondensatableitersysteme, dargestellt in einem gläsernen Dampfsystem der Gestra AG Bremen. Das Dampfsystem besteht aus einem Sekundärdampferzeuger mit einem Betriebsdruck von 1,3 bar Ü, entsprechend einer Sattdampftemperatur von 124,7 Grad Celsius. Die Leistung des Dampferzeugers beträgt 50 Kilowatt, entsprechend einer Dampfmenge von 80 Kilogramm pro Stunde. Als Kondensator dient ein gläserner Wärmetauscher oberhalb des Dampferzeugers. Als Kühlmittel wird Stadtwasser verwendet, dessen Eintrittstemperatur ca. 15 Grad Celsius und Austrittstemperatur ca. 40 Grad Celsius beträgt. Das Kühlwasser fließt in den Rohren, der Dampf strömt im Mantel um die Rohre herum. Aufgefangen wird das Kondensat nach den Kondensatableitern in einem gläsernen Kondensattank, welcher unter atmosphärischem Druck steht. Beim Blick in den Wärmetauscher erkennt man die Kondensation an den einzelnen Glasrohren, durch die das Kühlwasser von rechts nach links strömt. Tropfen bilden sich, welche nach kurzer Zeit von den Rohren abfallen, sich am Boden des Wärmetauschers sammeln und zum Austritt fließen. Die eingesetzten Kondensatableiter zur Entwässerung des Wärmetauschers sind unterhalb des Wärmetauschers angeordnet. In diesem Film wird der thermische Kondensatableiter mit Membransteuerung Typ MK45 vorgestellt. Zwei Membrankondensatableiter sind installiert. Einer ist in einer waagerechten Leitung installiert, ein zweiter in der senkrechten Einbaulage installiert. Die Einbaulage des Kondensatableiters ist bei diesem Typ frei wählbar, horizontal oder vertikal. Den Kondensatableitern ist ein Schauglas Vaposcope VK16 vorgeschaltet. Dies dient zur Überwachung des Kondensatableiters und Sichtbarmachung von Strömungsvorgängen. Durch die im Vaposcope eingebaute Umlenkrippe wird das Kondensat gezwungen, an der Umlenkrippe vorbei durch einen kleinen Siphon zu strömen. Dadurch bildet sich vor der Umlenkrippe ein kleines Dampfpolster und die Umlenkrippe ist in das Kondensat leicht eingetaucht. Der nachgeschaltete Kondensatableiter leitet nur Kondensat ab. Dampf geht nicht unterhalb der Umlenkrippe hindurch. Ist jedoch ein Kondensatableiter defekt und hat Dampfverluste, ändert sich das Bild. Die Umlenkrippe taucht aus dem Wasser aus, da der durchströmende Dampf das Kondensat nach unten in den Siphon drückt. Ein eindeutiger Beweis, dass der Kondensatableiter nun einen Dampfverlust hat. Hier ist das Vaposcope komplett mit Kondensat gefüllt, was auf eine Stauung im Kondensatableiter hinweist. Das Kondensat aus dem Wärmetauscher strömt durch einen Schmutzfänger in die Haube des Membrankondensatableiters, wo die Monoriegelmembrane installiert ist. Bei geöffneter Membrane kann das Kondensat in den Austritt gelangen und fließt über einen Hohlkegel, eine Rückschlagsicherung, um den Membrankondensatableiter vor Wasserschlägen zu schützen, in den Austritt. Wenn die anfallende Kondensatmenge weniger als 100 Kilogramm pro Stunde beträgt, sollte der Gestra-Tandem-Sitz zur Anwendung kommen. Dabei wird in der Sitzplatte zusätzlich ein frei beweglicher Kugelzapfen integriert. Der Kugelzapfen hat etwas Vorlauf zum Hauptsitz und schließt dadurch etwas früher, bevor die Sitzplatte auf der Flachdichtung aufsetzt. Dies bietet eine weitere Gewähr für die Dichtheit, auch bei Schmutzanfall. Durch den zweimaligen Druckabbau wird der Verschleiß reduziert und die Lebensdauer erhöht. Bei dem hier gezeigten Modell ist als Regler eine Membrane mit Flachsitz installiert. Ein Glaszylinder macht es möglich, ins Innere des Membrankondensatableiters zu schauen und dort die Strömungsverhältnisse zu betrachten. Beim Beginn eines jeden Heizprozesses ist zuerst Luft im Wärmetauscher. Luft oder andere nicht kondensierbare Gase müssen durch die Kondensatableiter vom Heizprozess ausgeschleust werden, da diese den Wärmeübergang extrem behindern. Die Monoriegelmembrane erkennt aufgrund des Temperaturunterschiedes zwischen Sattdampf und Luft, ob für den Heizprozess störende Gase im Heizsystem sind und diese abgeleitet werden müssen. Weltweit hat die Gestra Monoriegelmembrane die geringste Unterkühlung und ist daher häufig sogar als separater Entlüfter in Dampfanlagen installiert.
Membrankondensatableiter haben spezielle Vorteile bei der Verwendung in Dampfsystemen. Sie haben eine sehr kompakte Baugröße und sind auch in Minigehäusen verfügbar. Ihre Einbaulage ist beliebig. Aufgrund der sehr geringen Unterkühlung besitzen Membrankondensatableiter eine sehr hohe Regelpräzision. Bei geringen Differenzdrücken werden schon große Mengen an Kondensat abgeleitet. Auch bei geregelten Anlagen, wo der Dampfdruck schwankt, hat dies kaum Einfluss auf die Kondensatableitung, welche meist staufrei geschieht, sofern der Kondensatableiter korrekt ausgelegt ist. Der Gegendruck hat keinen Einfluss auf die Regelgenauigkeit. Betrachten wir nun zuerst die Arbeitsweise des in der waagerechten Rohrleitung installierten Kondensatableiters. Das Kondensat fließt durch das Vaposkop und gelangt in das Gehäuse des Membrankondensatableiters. Installiert ist ein Kondensatableiter mit Flachsitzregelmembrane und einer Unterkühlung von 8 Kelvin. Sobald diese Temperaturabweichung erreicht ist, öffnet der Kondensatableiter und schleust die Kondensatmenge aus. Bei Anstieg der Temperatur schließt der Kondensatableiter wieder. Nun baut sich ein geringer Kondensatstau auf, bis die Unterkühlung wieder in der Haube vorhanden ist und der Öffnungsprozess wieder gestartet wird. Zu erkennen ist, dass der Membrankondensatableiter bei einem Betriebsdruck von 1,3 bar Ü den Wärmetauscher nahezu staufrei entwässert. Um die Strömungsverhältnisse in der Haube des Kondensatableiters zu veranschaulichen, wurde die Edelstahlhaube durch ein Glasbauteil ersetzt. Nun kann der Zufluss von Kondensat beobachtet werden. Sobald die erste Dampfblase in der Nähe der Regelmembranoberfläche zu sehen ist, schließt der Kondensatableiter. Erst wenn wieder Kondensat mit einer Unterkühlung von 8 Kelvin um die Regelmembrane strömt, öffnet der Kondensatableiter und das Kondensat kann hindurchfließen. Das dampfdichte Schließen der Membrankondensatableiter kann hier deutlich verfolgt werden. Hat ein Kondensatableiter einen kontinuierlichen Dampfverlust von ca. 3 kg pro Stunde, kann dies bei heutigen Energiepreisen einen Betrag von 1.200 Euro pro Jahr bedeuten. Ein Vielfaches des Neupreises eines thermischen Kondensatableiters. Nun wird der Betriebsdruck auf 0,5 bar Ü verringert. Aufgrund der nun geringeren Siedetemperatur schließt der Kondensatableiter anfangs. Nachdem Druck und Temperatur auf den Wert 0,5 bar Ü und 111 Grad Celsius eingependelt sind, öffnet der Membrankondensatableiter, sobald die Unterkühlung 8 Kelvin beträgt. Aufgrund des geringeren Differenzdruckes kann aber nicht mehr die gesamte Kondensatmenge ausgeschleust werden. Es kommt zum Kondensatstau bis hinein in den Wärmetauscher. Dies führt zu gefährlichen Wasserschlägen. Anstau von Kondensat überflutet die Heizfläche und der Wärmeübergangskoeffizient wird ca. um das Vierfache verringert. Somit kann nicht mehr gewährleistet werden, dass das Produkt jederzeit ausreichend beheizt wird. Vom Einsatz thermischer Kondensatableiter bei dampfseitig geregelten Wärmetauschern großer Leistung wird abgeraten. Für solche Anwendungsfälle werden Schwimmerkondensatableiter empfohlen. Jedoch für Dampfleitungsentwässerung, Kochkessel, Lufterhitzer, ungeregelte Wärmetauscher etc. können Membrankondensatableiter problemlos verwendet werden. Betrachten wir nun den Membrankondensatableiter, welcher in der senkrechten Einbaulage installiert ist. Hierbei handelt es sich um den gleichen Typ mit 8 Kelvin Unterkühlung und Membranregler mit Flachsitz. Der Betriebsdruck wurde wieder auf 1,3 bar Ü eingestellt. Das Kondensat kann nun von oben in den Kondensatableiter hineinströmen. Der Vorteil ist, dass kleine Dampfbläschen, welche sich zum Beispiel durch Druckabfall bilden, leichter aufsteigen können und nicht im Gehäuse des Kondensatableiters kondensieren. Hier liegt auch der Grund, warum Gehäuse thermischer Kondensatableiter nicht einisoliert werden sollten, da dies die Regelgenauigkeit verschlechtert. Anhand der Glasrohrleitungen wird die intermittierende Arbeitsweise deutlich. Bei dem hohen Betriebsdruck kommt es nicht zu einem übermäßigen Kondensatstau. Thermische Kondensatableiter haben sich bewährt in Millionen von Einsatzfällen. Ihre universelle Verwendbarkeit machen sie unentbehrlich für viele Anwendungsfälle. Vielen Dank für Ihr Interesse.